Oh, warte mal. Sind das alles Portfolios, die wir machen müssen, an? 19 Stück. Mhm. Let's go. Ich bin neu zu investieren und habe ca. 700 Euro in ETFs investiert bei Trade Republic und habe dort auch bereits einen Sparplan erstellt. Ich habe jetzt vor, noch einmal ca. 1000 Euro zu investieren in die drei ETFs. iShares Automation and Robotic, iShares MSCI Europe SRI, iShares MSCI Emerging Markets. Im Verhältnis 50%, 28%, 22%. Also dein halbes Portfolio ist quasi eine Sektorwette. Du setzt auf diesen Automation and Robotics. Freundlicherweise wurde mir hier im Discord extra eine kleine Präsentation von der Community gemacht, die mir erklärt hat, warum Garmin als Firma in Automation und Robotics ist. Von daher an dieser Stelle noch einmal vielen Dank. iShares MSCI Europe, ja, damit setzt du halt spezifisch auf Europa und 22% Emerging Markets. Also, wenn du dich dazu entscheidest, ein Weltportfolio aufbauen zu wollen, würde ich dir noch einen MSCI World empfehlen, denn dadurch hast du die gesamten Industrienationen dabei. Dann hättest du so ein Core-Portfolio zwischen MSCI Europe, MSCI Emerging Markets, MSCI World und mit einer einzelnen Sektorwette Automation and Robotics ist dann so ein kleines Core-Satellite-Portfolio. Aber nichtsdestotrotz, 700 Euro ist ein guter Start und wenn du nochmal 1000 Euro reinhauen willst, einfach loslegen und erstmal Kapital aufbauen. Aber beschäftige dich gerne mal mit dem Thema Weltportfolio und Diversifikation, weil dieser ETF natürlich schon sehr konzentriert ist. Dieser iShares Robotics. Ich weiß, ich habe den schon 75 Mal gegoogelt, aber ich vergesse immer, wie viele Werte da drin sind. Anzahl Positionen 126. Okay, gut. Ist also schon ein bisschen gestreut. Das ist nicht schlecht. Also wie gesagt, ist ja noch ein kleines Portfolio. Von daher würde ich mir wegen dem Balancing da jetzt nicht so viel... Ich würde das mal sagen, es ist noch so ein Portfolio, wo man noch ein bisschen Erfahrungen sammelt. Mal so ein bisschen die Zähne ins Wasser dippt. Aber ich würde dir halt noch empfehlen... noch die Industrieländer mit abzudecken oder du sagst, ich will überhaupt gar kein USA haben, weil außer den Werten, also den US-amerikanischen Werten, die hier im iShares Automotion und Robotics drin sind, hast du keine US-amerikanischen Firmen, weil du kein MSCI World hast. So, jetzt gucke ich mal die Länderaufteilung. Also in diesem hier hast du 60%, also im Automation und Robotics hast du 60% Vereinigte Staaten, also Amerika, 22% Japan. Und dann die anderen Positionen sind alle im einstelligen Prozentbereich. 3% Deutschland, 3% England. Von daher, ja, hier hast du amerikanische Firmen drin, aber auch nur aus dem Technologiesektor. Gibt aber noch gute andere, zum Beispiel auch Value-Titel in Amerika. Von daher könnte es sich halt hier lohnen, noch ein iShares MSCI USA reinzunehmen oder halt einfach direkt einen MSCI World. Vielen Dank, lieber Einreicher, liebe Einreicherin. Ja, dankeschön. Das sieht schon komplex aus. Also, wir haben hier ein ganz klassisches passives Portfolio. 70-30, würde ich sagen. Ganz klar 70-30. Wir können zum nächsten übergehen. Nein, Spaß. Also, Nail, keine Ahnung, was das ist. Es ist irgend so eine Einzelaktie. Apple kennt man natürlich, 13%. Microsoft, 12% gerundet. PayPal mit 10. Okay, Jule ist scheinbar ein PayPal-Fan. Ich bin es ja nicht so, aber okay. Ich schon, ich lieb's. Allianz ist mit drin. Advanced Micro Devices, Netflix, Xiaomi mit 6%. Da habt ihr doch was gemeinsam im Portfolio, oder, An? Mhm. Ja. Walt Disney mit 5,4%. Deutsche Post? Was macht denn die Deutsche Post? Das passt ja so überhaupt nicht in so ein Portfolio, was bis jetzt hier ausschließlich Tech war, außer der Allianz. Also, hat die hohe Dividenden, oder was? Mhm. Okay, eine Dividenden-Yield von 3,25%. Das ist natürlich schon solide, ne? Also bezogen auf den aktuellen Kurs ja wahrscheinlich. Also Dividendenrendite von 3,25%. Okay, ist das der Grund, warum Jule das im Portfolio hat? Okay. Weil es passt halt so gar nicht rein. Es hat hier so ein fast 100%iges Tech-Portfolio und dann Deutsche Post und Allianz. Facebook ist klar, Sony ist klar, SAF Holland. Was ist das? Interessant, interessant. Das muss so ein News-Trade sein, sehr wahrscheinlich, ne? Jule schreibt gerade, SAF Holland hat LKW-Teile, hat auch Potenzial, kommt auch rein. Verrückt. Also viel Technologie, LKW-Teile, Briefe und Versicherungen. Tencent, DWS, Vermögensbildungsfonds. Ah, okay, interessant. Der Vermögensbildungsfonds, der klassische mit 0,25. Hätte ich fast drauf getippt, dass das klingt fast schon so nach einem Erbe oder so, dass es so ein Sparplan war, was die Eltern mal aufgesetzt haben. Denn das ist natürlich ein sehr beliebter Fonds von der DWS. Ne? Das ist ein gigantischer Fonds. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist, aber ein paar Milliarden dürften da schon drin schlummern. Und Rainforest Resources. Ja, klassisches passives Portfolio, wie man ja schon sagt. Nein, Spaß. Das ist natürlich ein Einzelaktien, ein Stockpicker-Portfolio.
kann ich nicht so viel zu sagen. Ist natürlich extrem technologie-heavy. Und ich checke jetzt mal kurz, was diese 15% Nail sind. Habe ich auch schon mal gehört. Also habe ich schon mal gehört, dass es scheinbar derzeit so ein Ding ist. Ein norwegisches Unternehmen besitzt in Oslo die Lösung Herstellung von Wasserstoff. Genau, okay, alles klar. Okay, also eine große Wette auf Sauerstoff mit 15% vom Portfolio. Ja, nice, interesting. ETF ist gar nicht dein Ding, oder? Naja, kann ja nicht jeder perfekt sein. Also, wie viele Portfolios schaffen wir heute an? Das weiß ich nicht. Ah, Flo ist am Start. Grüß dich. Schön, da hat jemand ein schönes Slide gemacht. Wunderbar. Also 20, 20, 20, 20. Und zweimal 10%. Okay. Du kannst deine Facecam auf jeden Fall auch kleiner machen. Alles klar. Message verstanden. Bisschen weniger größenwahnsinnig, bitte. Spaß. Nein. So, 1A. Guck mal hier. Da bin ich klein, ganz klein. 20% Momentum Drive. iShares Edge MSCI World Momentum Factor. Okay, also es ist ein Momentum Factor ETF. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen, was das ist. 3 Years Return. Ah, okay. Das ist die Wertentwicklung von 3 Jahren. Die letzten 3 Jahre? Ja, zwangsläufig. Oder ist es eine Hochrechnung? 1,7 mal MSCI World. Ah, okay. Das ist die Entwicklung im Vergleich zum MSCI World. Okay, krass. Also quasi 70% drüber. Dann Residential Property. Das ist die Kategorie Vonovia. Ah, okay. Mit einem Y darunter auch noch. Y. Also warum Y? Die Momentum. Highest Price Momentum World Market Stocks. Okay, dann Vonovia, Single Stock Representing Over 400.000 EU Residential Properties. Das stimmt, das hat die Vonovia SE. Hat 1,3 mal die Entwicklung gemacht für MSCI World. Wichtig im Hinterkopf zu behalten, das sind alles vergangene Renditen. Kann auch in Zukunft anders aussehen. 42%. Dann Technologie, S&P 500 Information Technology Sektor, also IT. Sector bet assuming tech stocks will continue to drive growth. Okay, also ganz klar eine Sektorwette auf Technologie. Hat 106% in der Vergangenheit gemacht. 3,4 mal die Entwicklung von MSCI World. Muss man natürlich auch wieder hier dazu sagen, vergangene Rendite muss nicht was für die Zukunft bedeuten. Emerging Market, bet on emerging markets. Asia, Brazil, growing stonks. Sorry, growing strongly. MSCI Emerging Markets, ganz klassisch, jeweils 20%, dann bleiben noch 20% übrig. Einmal Sektorwette auf iShares Global Clean Energy, Bet on Global Warming and Innovation Driving Growth in Clean Energy, 204%. Okay, krass, der Global Clean Energy ist besser gelaufen, scheinbar, als hier der Technologieindex. 6,7 mal MSCI World, stimmt das? Das würde mich jetzt mal... Ich glaube, die Zahlen sind ein bisschen veraltet. Also momentan ist der gerade auch gut am Abstürzen, glaube ich. Also die Performance, Wertentwicklung annualisiert, also prozentual aufs Jahr hochgerechnet. Okay, krass. Also Global Clean Energy hat auf ein Jahr 146% gemacht, während MSCI World 15 gemacht hat, 3 Jahre 47. Und auch, doch, das Sechsfache kann schon stimmen, ja. Also auf 3 Jahre hier. 47% PA versus 8,37. Okay, krass. Also schon ein interessantes Ding, ja. Interessanter ETF. Jetzt verstehe ich, warum so viele Leute das als zusätzliche Sektorwert im Portfolio haben. Also hier mit 10% drin. Achso, hier steht 208% Wertentwicklung. Jetzt können wir mal gucken. Da müssen wir nicht auf die annualisierten Rendite, sondern Eingabe einzelner Jahre. Genau, Wertentwicklung kumulativ. Das ist das richtige Ding. 3 Jahre 223%. Er hat hier 208 stehen, aber perfekt. Okay, und dann nochmal Gold mit drin. Bad to diversify stock-heavy portfolio and increase crisis resistance. 40% gemacht, 1,2 mal MSCI World. Okay, sehr gut. Also, was ist der Plan? Oder grundsätzlich vielleicht erstmal Meinung zum Portfolio. Finde ich ziemlich gut, ziemlich ausgeglichen. Ja, beziehungsweise ja, regional jetzt nicht unbedingt sehr ausgeglichen, weil du hast hier S&P 500 sehr wahrscheinlich größtenteils amerikanische Werte drin. Und dann hier iShares MSCI World Momentum, sehr wahrscheinlich, also auch größtenteils amerikanische Werte drin. Das hier ist also so eine Faktorwette. Hier ist natürlich ein Einzeltitel drin, der mit 20% schon sehr stark gewichtet ist, aber es ist halt ein Einzeltitel, der sich, wie es ja hier schon steht, aus 400.000 Wohnungen oder Residential Properties zusammensetzt. Ist also so eine Art Alternative zum REIT, wenn man so will. Ja. Dies ist natürlich ziemlich stark gewichtet, aber sehr wahrscheinlich auch relativ wenig schwankungsintensiv. Und ja, ich hätte vielleicht eher auf einen REIT-ETF gesetzt oder einen ETF, wo solche Werte, also einen Immobilien-Aktien-ETF, wo solche Werte wie zum Beispiel Vonovia mit drin sind.
Aber ich glaube, das ist dann doch eine Geschmackssache. Weil ich meine, im Endeffekt, ja, man hat zwar eine Diversifikation über 400.000 einzelne Wohnungen, aber man hat immer noch das Managementrisiko, also dass man sich quasi auf ein Managementteam verlässt. Genau, also aber ihr habt immer noch das Einzelaktienrisiko dahingehend zum Beispiel, dass die Gesellschaft gedowngradet wird von den Gläubigern zum Beispiel oder dass irgendwelche Managementprobleme oder solche Dinge. Aber nichtsdestotrotz kann man diese Einzelaktien natürlich schon wählen, um ist jetzt kein Zockertitel in Vonovia, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, also sein Plan ist automatisch und konsistent 40% von seinem monatlichen Einkommen über die nächsten 2 bis 5 Jahre. Das ist natürlich kein sehr langer Anlagehorizont. Okay, einmal im Jahr überlegt er sich seine Anlagestrategie neu. Risks, high opinionated, high optimistic about long-term gains in technology. Genau, das stimmt. Er hat eine starke Gewichtung in Technologiewerten, das kann man so sagen. Low diversification, high risk portfolio. Residential property is represented by a single stock. Genau, das hatte ich ja auch gerade gesagt. Das könnte man eventuell auf einen ETF aufteilen, not an ETF. Probably some redundancies across ETFs. Das stimmt auch wieder. Stimmt, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Sehr wahrscheinlich einige doppelte Belegung, gerade hier in diesem Bereich IT, also S&P 500, Information Technology und Global Clean Energy, könnte ich mir vorstellen, dass es da einige Überschneidungen gibt. Aber krass, er ist sich auf jeden Fall seiner Risiken bewusst. Und ja, so ein, ich denke mal, in Wall Street Bets Zeiten wird hier müde geschmunzelt darüber, dass es sich hier um ein risikoreiches Portfolio handelt. Ich finde es schon ganz gut ausgebalanced. Nur wie gesagt, dieser Immobilienanteil ist natürlich relativ hoch und durch eine einzige Stock, aber sonst eigentlich ein sehr gutes Portfolio. Empirically 50% of the portfolio is relatively crisis-resistant, Real Estate und Gold und Momentum. Ah, okay, wusste ich nicht, dass das Momentum-Faktor Krisenresistenz zeigt. Okay, müsste ich mich echt mal einlesen in das Thema Momentum. High Risk Profile Betting Heavily on Technology aims to return 10-15% per year. Ja, was kann man zusammenfassend sagen? Ich finde es ein gutes Portfolio, ein interessanter Ansatz. Ja, alles über iShares und eine einzelne Aktie sieht nach einem Trade Republic Portfolio aus. Aber ansonsten, ja, Momentum bin ich nicht genug drin, um zu sagen, aber ist ja scheinbar auch besser gelaufen in der Vergangenheit, was natürlich jetzt nichts aussagt. Also besser gelaufen als MSCI World. Genau, diese einzelne Aktie würde ich eventuell durch einen ETF ersetzen, wo REITs drin sind, also REITs und Immobilienaktiengesellschaften, Technologie und Global Clean Energy. Ja, gibt es vielleicht Überschneidungen, wobei die Performance so stark voneinander, also schon sehr stark voneinander abweicht, um den Faktor 2, dass man mal gucken müsste, was mehr im Global Clean Energy drin ist, also was dort der Performance Booster war, was jetzt kein Technologiewert ist oder nicht, oder kein amerikanischer Technologiewert im S&P 500 Information Technologies. Emerging Markets ist gut. Und Physical Gold, klar, wer Lust drauf hat, wer das haben will, warum nicht? Sonst hätte ich halt selbst physisches Gold gekauft, wer es möchte. Ist natürlich mit 10% schon sehr hoch. Ne? Ich würde eher im einstelligen Prozentbereich bleiben, aber ja. Vielleicht Bitcoin als Alternative für einen Teil vom Gold. Ist natürlich nochmal deutlich volatiler als das Gold. Ich hoffe, dieses Portfolio hat euch gefallen. Was ist eure Meinung? Chat, schreibt es in den Chat. Ich hoffe, dir hat dieser kurze Überflussclip gefallen. Wenn ja, lass uns doch gerne einen Daumen hoch da und schau dir gerne die weiteren Clips hier oder hier an. Und wenn du in Zukunft keine Highlights mehr aus unseren Streams oder Interviews verpassen möchtest oder einfach Clips aus der Finanzflusswelt, dann solltest du Überfluss auf jeden Fall abonnieren. Bis zum nächsten Mal.